Musik ist mein Leben. Also wenn ich morgens aufwache, dann ist es von dem Wecker, der Musik abspielt. Und dann übe ich, ich habe selber Klavierunterricht oder ich gehe in die Musikhochschule zu irgendwelchen Seminaren. Ich habe Proben oder Konzerte. Und selbst wenn ich nichts dergleichen habe, dann ist Musik trotzdem mit mir. Mir ist es sehr wichtig, beim Spielen Natürlichkeit beizubehalten. Also, dass ich einfach beim Spielen ich selbst bleibe, obwohl ich mich in dem Moment mit der Musik eines anderen verbinde. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass es mir im Grunde auch nicht besonders schwer fällt, weil ich es ja nun mal bin, die spielt. Und ich es bin, die jeden Tag anders fühlt und anders wahrnimmt und anders reagiert. Die Komposition verändert sich ja nicht. Ich verändere mich. Und genau das ist wichtig und auch natürlich. Die Musik muss lebendig bleiben. Ich gehe oft in der Natur spazieren. Das gibt mir enorm viel Kraft, weil sie eine Quelle von unendlichen Geräuschen ist. Wenn man ihnen lauscht, findet man sich inmitten unserer natürlichen Musik wieder, aus der man so einige Ideen für das eigene Musizieren gewinnen kann. Man muss nur gut zuhören. Alles, was die Menschheit betrifft, hat ihren Ursprung in der Natur. So, und es kommt dann darauf an, was die Menschen daraus machen. Kunst ist etwas für mich, das bedeutet Persönlichkeit freizulassen, gleichermaßen mit einer Botschaft, den anderen Leuten etwas zu sagen. Julia Hermanski kenne ich aus dem Kurs Aufführungspraxis, den sie mehrere Semester besucht hat. Und in diesem speziellen Kurs geht es um die besondere Stilistik der Musik des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts. Und mir ist sofort aufgefallen, mit welcher Ernsthaftigkeit Frau Hermanski diesem
Arbeit wahrgenommen hat oder dieser Interpretation gefolgt ist und dabei einen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Sie ist, das würde ich so sagen, in der Lage, auch zwischen den Notenzeilen zu lesen und gibt ihrem Spiel, ihrem Klavierspiel, damit eine sehr besondere Farbe und einen großen Reichtum an Nuancen und Facetten. Mir geht es vielmehr darum, dass ich zunächst einmal auf der Bühne mich darstellen kann, mich ausdrücken kann, natürlich gleichermaßen vom Publikum, egal wie massiv ich mich jetzt gegen, ich nenne das mal Mainstream, stelle, möchte ich aber auch, dass das Publikum meine Interpretation, einfach meine Denkweise, meine Spielweise respektiert, also auch akzeptiert. Weil jeder Künstler sollte, glaube ich, die Freiheit haben, etwas Eigenes zu tun. Gerade das definiert ja die Musikerpersönlichkeit, dass eben jeder etwas anderes macht. Julia Hermansky ist sicherlich eine von den Musikern, die man nicht vergisst, wenn man sie mal an ihrem Instrument erlebt hat. Denn man spürt sofort, da geht es nie allein um technische Perfektion oder um Show oder um bloßes Wiedergeben von Erlerntem. Julia ist immer ganz bei sich selbst und man spürt die ganze Emotion eines musikalischen Menschen mit dem großen und farbenreichen Kosmos ihrer emotionalen Möglichkeiten. Von den vielen jungen Musikern, die wir schon beim Beethovenfest erlebt haben, ist Julia sicherlich eine von denen, die man auch auf großen Podien und anderen großen Festivals noch hören wird. Der größte Erfolg, wenn eigentlich drei Dinge miteinander verknüpft am Ende kombiniert sind. Das ist zum einen, dass ich selber ich selbst gewesen bin, während ich gespielt habe, also ich selber ehrlich zu mir war. Das zweite ist, dass ich der Komposition treu geblieben bin. Und das dritte ist, dass das Publikum mit einer Lebendigkeit nach Hause geht. Für die weitere Laufbahn ist definitiv, mich selber mehr und mehr als Musikerpersönlichkeit zu vervollkommnen. Soweit es denn geht, mit dem Hintergrund wissen, dass ein Künstler eigentlich nie auslernt. Und gleichzeitig eben auch dem Publikum damit gerechter zu werden.